Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ leicht gemacht. Heute habe ich euch diesen tollen Faltstern hier mitgebracht. Alle, die mich auf Pinterest und auf meinem Blog begleiten, haben schon ein paar Bilder und auch die Schablone vielleicht gesehen. Die habe ich wieder mal so gefertigt, dass ihr euch die kostenlos von meinem Blog runterladen könnt. Wenn ihr dann ein bisschen an den Druckereinstellungen spielen könnt, dann könnt ihr euch das Ganze auch kleiner skalieren. Das wären hier einmal 75% und einmal 50%. Ich finde 50%, ja, reicht für mich schon vollkommen aus. Alles andere wäre dann doch etwas zu klein und frickelig. Darum, ja, reicht es bei 50%. Und eine zweite Variante habe ich euch auch noch mit dazu gelegt. Hier sind jetzt noch ein paar Falzlinien mehr. Ja, kann man ausprobieren, wenn man möchte. Zur Papierstärke. Hier habe ich einmal das Papier aus diesem Block verwendet. Und ich habe das Ganze auch noch mal ausprobiert mit 240 Gramm Papier. Das ist hier das Papier von Faltkarten. Das geht auch, aber ich muss ehrlich sagen, ja, es muss dann doch schon etwas kräftiger alles nachgefalzt werden und nochmal, aber letztendlich ist er dann auch richtig schön stabil. Aber auch ganz einfaches 80 Gramm Kopierpapier macht sich da richtig gut. Als allererstes habe ich mir wieder mal meine Schablone ausgedruckt und ich möchte ein etwas kräftigeres Stückchen Cardstock aus diesem Block dieses Mal verwenden. Schaue ich erstmal, um so viel wie möglich rauszubekommen und werde mir das Ganze hier aufkleben. Die Schablone ist jetzt soweit fertig. Ich möchte ein etwas dünneres Papier aus diesem Block haben. Dann nehme ich gleich mal die erste Variante und da man ja 5 bis 6 einzelne Elemente für diesen Stern benötigt, mache ich mir das Ganze jetzt mal etwas einfacher. Ich werde mir das feststecken und gleich 2 Elemente gleichzeitig ausschneiden. Und das Ganze falze ich jetzt erstmal vorsichtig nach. Da schaue ich immer, dass ich genau das Lineal an die Ecken anlege. Und mit meiner alten Stricknadel hier werde ich das jetzt mal vorsichtig nachziehen. Und um die Mittellinie zu bekommen, lege ich einfach die Spitzen alle schön übereinander und schaue, dass das hier auch gut aufeinander passt. Und ziehe mir das Ganze einmal so nach. Da das jetzt hier ganz normales, dünnes Papier ist, möchte ich die Variante gerne nochmal mit etwas kräftigerem Papier zeigen. Ich habe sie erstmal schon alles fertig ausgeschnitten. Das ist dieses flüsterweiße, ja, kräftige Papier. Und jetzt ziehe ich wieder mit meiner alten Stricknadel. Das Ganze geht aber auch mit einem Falzbein als Brett schön die Falzlinien. Ruhig bei diesem kräftigeren Papier etwas, ja, kräftiger drücken. Für die mittlere Linie müssen wir das Ganze jetzt erst ein bisschen vorbiegen. Versuchen die 3
Zacken schön ordentlich aufeinander zu legen. Und so wäre auch schon der kräftige Zacken von unserem Stern hier aus dem kräftigen Papier fertig. Ruhig noch mal ein bisschen nachdrücken. So, zurück zu unserem kleinen Stern hier. Der wird jetzt einmal so zusammengelegt. An dieser kleinen Lasche hier einfach so zusammengeklebt. Ich nehme da jetzt wieder mein Gold Fix, da der beim einfachen Zusammendrücken sofort richtig gut hält. Und schon wäre ein Zackenelement von unserem Stern fertig. Das Ganze jetzt noch 6 Mal und dann können wir ihn zusammenfügen. Alle 6 Teile sind soweit vorbereitet. Ich habe hier nochmal auf der Schablone draufgeschrieben, dass es die Größe 75% ist. So, jetzt müssen wir diese kleinen Elemente nur noch miteinander verbinden. Ich persönlich fand jetzt bei den letzten Sternen das ganz neckisch, wenn man hier die Kanten noch mit der Zackenschere etwas bearbeitet. Einfach ein bisschen hier am Rand entlang fahren. Wenn er dann so auffächert, finde ich, sieht das richtig gut aus. Und das letzte kleine Stückchen. Der Stern liegt jetzt schon mal so weit parat. Wir brauchen jetzt zum Schluss nur noch diese beiden Elemente miteinander verkleben. Schön ordentlich übereinander legen. So, das war es auch schon. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Coole Sache. Von der anderen Seite sieht er richtig gut aus. So wäre unser Stern auch schon fertig. Noch ein bisschen die Klebereste entfernen, nicht dass er da noch zusammenklebt, wo er nicht zusammenkleben soll. So ein Stern lässt sich auch super gut mit Kindern basteln. Ihr müsst auch den letzten Verschluss hier hinten nicht
verkleben. Das kann man auch auflassen und dann mit dem Bindfaden oder mit dem Faden ja zusammenhalten. Vielleicht lässt das ganze Sternchen sich dann auch besser nach Weihnachten oder nach der Winterzeit wieder verpacken. Ich freue mich erstmal, dass das alles so gut geklappt hat. Vielleicht habt ihr Spaß dran, das Ganze nachzubasteln. Ich wünsche euch erstmal einen super schönen Tag noch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.